Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. In diesem Video soll es jetzt um den Symbol-Editor gehen. Ich werde zum Symbol-Editor, genauso wie ich das zum Schaltplan-Editor gemacht habe, mehrere Videos machen, um euch in die Lage zu versetzen, Symbole zu zeichnen. Und dann machen wir im nächsten Schritt diesen Leiterplan-Editor. Ich arbeite mich also jetzt hier so langsam, aber sicher von oben nach unten durch. Öffnen wir mal den Symbol-Editor. Das ist also unser Symbol-Editor. Und wir sehen also hier, ebenso wie im Schaltplan-Editor, so diese Dreiteiligkeit im Sinne von dieser linken Werkzeugleiste, dieser rechten Werkzeugleiste, dieser Kopfwerkzeugleiste und hier oben entsprechend dem Menü. Gehen wir noch mal kurz das Menü durch. Ich kann hier eine neue Bibliothek erstellen. Das machen wir nachher dann auch gleich. Ich kann Bibliotheken hinzufügen. Ich kann ein neues Symbol erzeugen. Dazu sollte man natürlich erstmal eine neue Bibliothek anlegen, wenn man anfängt. Speichern, speichern unter, alles speichern. Ich kann ein Symbol importieren, das heißt, wenn ich einzelne Symbole in anderen Bibliotheken habe, kann ich die also auswählen. Dann muss ich also eine Symbolbibliothek auswählen, kann die dann hier dieses Symbol importieren, wenn ich das möchte. Ich kann es auch entsprechend exportieren aus einer Bibliothek heraus, um es dann wieder in eine andere Bibliothek zu importieren. Also ich könnte jetzt hierher gehen, wähle jetzt dieses Element an, mache mal einen Doppelklick drauf, dann haben wir jetzt hier das Symbol und dann könnte ich jetzt sagen, okay, exportiere das Symbol und dann importiere es wieder in eine andere Bibliothek. Das probiert ihr bitte mal selbst aus. Vorsicht beim Rumspielen, dass er da nichts zerschießt. Kann man durchaus mal rumspielen damit. Ich zeige das jetzt hier an dieser Stelle nicht, sondern ich möchte mit euch dann wirklich später ein richtig neues, komplett neues Symbol zeichnen. Wir haben hier die Symboleigenschaften, da komme ich dann später nochmal dazu, das werden wir dann bei unserem eigenen Symbol sehen. Hier beim Bearbeiten, Duplizieren, Entfernen, Kopieren, das Übliche. Und wir haben hier eine Pin-Tabelle, die ist wichtig, die werde ich euch nachher zeigen. Ich mache sie mal auf. Wir sehen jetzt hier eine Pin-Tabelle. Das ist jetzt hier die Pin-Tabelle eben hier von diesem Analog-Amplifier, den ich da geöffnet habe, von diesem Analog-IC. Und da sehen wir hier diese Pin-Tabelle und ich kann da hier auch entsprechend, könnte ich jetzt die Pins ändern. Mache ich natürlich jetzt an dieser Stelle nicht, zeige ich euch dann später. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den merkt ihr euch. Hier kann ich jetzt meine Ansicht entsprechend anpassen. Ich kann hier verschiedene Dinge einfügen. Das ist im Wesentlichen die Werkzeugleiste, die wir hier rechts sehen. Die ist relativ einfach gehalten. Und wir haben hier das Datenblatt, wenn wir es hinterlegt haben, können wir dann uns anzeigen lassen. Wir haben hier einen Symbolprüfer. Da komme ich dann auch noch später dazu. Das ist wichtig. Das ist im Prinzip der ERC-Check für das Symbol. Ganz wichtig, denn Symbole müssen konsistent sein und ihr könnt euch sonst unter Umständen da eine ganze Menge Fehler einfangen. Zeige ich dann auch, wenn wir unser eigenes Symbol erstellen. Hier wieder unsere üblichen Einstellungen, Symbolbibliotheken, Pfade verwalten und die Hilfe. Soweit, so gut. Kommen wir mal hier zu dieser linken Werkzeugleiste. Das ist hier mittlerweile besser als bei KiCad 5 gelöst. Ich kann nämlich jetzt schnell diese Ansicht hier ein- und ausblenden. Das heißt, ich muss hier nicht jedes Mal wieder diese ganze Geschichte weg, also zuschließen und öffnen. Das kann ich also hier schön über dieses Symbol machen und habe dann entsprechend mehr Platz für meine Zeichnung des Symbols. Dann haben wir hier diesen Button, kann ich jetzt hier die Pin-Bezeichnungen ein- und ausblenden. Wir sehen also die Pin-Eigenschaften, hier Ausgang, Passiv, Eingang etc. Das kann ich hier entsprechend ein- und ausschalten. Dann haben wir hier wieder unser fensterfüllendes Fadenkreuz, um sauber in der Linie, in den Fluchten, wenn ich das möchte, hier in der Flucht zu positionieren. Lasse ich gleich mal an. Ich kann hier wieder meinen Raster umschalten und ich kann das Raster ein- und ausschalten. Als Rastereinstellung empfehle ich grundsätzlich hier die 1,27 mm. Das bitte beachten und prüfen. Ganz wichtig, 1,27 mm. Das ist also das halbe
Standardraster von 2,54 mm oder 100 mm. Und so sind auch eigentlich alle Symbole hier in KiCad gezeichnet. Haltet euch dran, sonst könnte es unter Umständen sein, dass ihr da in Teufelsküche kommt, wenn ihr so ein Symbol dann in einem Schaltplan verwendet. Soweit, so gut. So, jetzt beginnen wir mal ein neues Symbol zu zeichnen. Dazu habe ich mir ein Bauelement herausgesucht, und zwar habe ich mir aus dem Internet mal ein Datenblatt heruntergeladen, und zwar ist das ein Dory-Funkmodul. Das Dory-Funkmodul, das hatte ich auch bereits in meiner KiCad 5-Reihe verwendet. Ich nehme es hier auch wieder, es ist standardmäßig jetzt so im KiCad erstmal nicht drin. Zumindest habe ich noch nicht nachgeschaut, vielleicht hat es mittlerweile jemand reingemacht und in die offiziellen Quellen gestellt. Ich nehme jetzt dieses Gerät hier, dieses Element, und möchte mit euch da das Symbol und später auch den Footprint dazu zeichnen. Ich lasse das hier gleich mal an der Stelle geöffnet. Das lege ich mir hier ab in Datasheet, also in unseren Datasheet-Ordner, den wir uns ja hier angelegt haben. Hatte ich ja bereits erwähnt. Ladet euch die Datenblätter immer runter. Nicht auf Webseiten verlinken, das kann man machen. KiCad kann das. Aber ihr habt dann das Problem, wenn ihr auf eine Webseite verlinkt, ändert sich die Webseite, habt ihr ja keinen Einfluss drauf, stimmt euer Link nicht mehr, ihr kommt nicht mehr hin. Und ihr braucht immer eine Internetverbindung. Das ist das große Manko dabei. Wenn ihr mal offline arbeitet, habt ihr sonst unter Umständen keinen Zugriff auf die Datenblätter mehr. Also ich lade mir das immer runter. Das wird dann irgendwann mal richtig voll hier drin. Und ich kann dann hier drauf verlinken und habe es dann immer dabei. Okay. Gut, dann beginnen wir mal eine neue Bibliothek zu erstellen. Das wäre jetzt unser erster Schritt. Und zwar gehen wir dazu auf Datei und sagen, wir möchten eine neue Bibliothek erstellen. Wir erhalten dann diesen Dialog. Und jetzt habe ich hier wieder die Möglichkeit zu wählen, soll das eine globale Bibliothek werden, die für alle Projekte zur Verfügung steht oder eben nur projektspezifisch. Das wäre jetzt unser Tutorial-Projekt, was ich hier gerade geöffnet habe. Also es wäre jetzt hier dieses Tutorial-Projekt, dann würde diese Bibliothek nur in diesem Projekt zur Verfügung stehen. Ich nutze jetzt hier mal global, sage okay. Jetzt möchte er wissen, wo er das hinspeichern soll. Wir können natürlich hier nicht Local Share KiCad Symbols nehmen. Also doch können wir schon. Es ist ja unser eigenes Home-Verzeichnis. Werden hier sicherlich auch die entsprechenden Schreibrechte dazu haben. Das ist aber mir zu ungenau. Das liegt dann hier in meinem Home-Ordner in diesem Verzeichnis. Ich muss das dann immer suchen. Wir nutzen natürlich unsere Verzeichnisstruktur, gehen hier auf KiCad 6, sagen jetzt hier eigene Symbole, Doppelklick drauf. Und ich nenne jetzt diese Bibliothek hier oben selbst, nicht natürlich nicht als neue Bibliothek, sondern ich nenne die jetzt mal hier Tutorial. Und damit ist unsere Bibliothek erstellt. Wir sehen, hier sind schon meine eigenen Bibliotheken, die ich von KiCad 5 mit rübergebracht habe und auch schon konvertiert habe. Ich nenne sie jetzt mal Tutorial. Hier ist die auch nicht drin. Es gibt auch keine Tutorial-Bibliothek, die schon so heißt, sonst würde er jetzt meckern, und dann gehen wir mal auf Speichern. Und wir sehen jetzt hier unten unter T hier Tutorial. Soweit, so gut. Und jetzt kann ich hier drauf gehen, entweder mit Rechtsklick kann ich jetzt hier nochmal so ein Kontextmenü aufrufen, Symbol importieren, Symbol einfügen, Bibliothek speichern, unterspeichern oder eben neues Symbol N, oder ich klicke hier oben auf das Symbol neu. Jetzt müssen wir einen Namen vergeben. Als Name nehmen wir natürlich hier diese Bezeichnung DRA 818. Ich werde sie aber X nennen, nicht V, weil dieses Bauelement oder dieses Funkmodul gibt es auch als U-Version für den UHF-Bereich. Die ist baugleich, hat aber nur einen anderen Frequenzbereich. Und deswegen, das möchte ich euch dann auch noch zeigen, kann man Alias erstellen, und ich nenne das jetzt einmal also DRA 818 kleines X. Ich könnte jetzt dieses Symbol von einem existierenden Symbol ableiten. Da ich aber hier in der Tutorial-Bibliothek noch keine Symbole habe, kann ich also kein Elternsymbol ableiten. Das zeige ich euch dann, wenn wir diese Aliase erstellen. Hier oben ist das drin.
könnte ich also dann hier das auswählen und mir das als Alias erstellen. Macht man natürlich, geht eben nicht, ist ja nur das erste Symbol. Dann muss ich zwingend hier den Referenzbezeichner einstellen. Zum Thema Referenzbezeichner werde ich dann unten verlinken. Und zwar hier zu einem im Forum keycat.info ist allerdings in Englisch eine Anleitung, wie man hier so ein Symbol erstellt. Und was hier ganz wichtig ist, die Referenzbezeichner, das ist eine Wikipedia-Artikel in der englischen, vermutlich gibt es den auch in der deutschen. Und wir sehen hier die Designator. Und das ist ganz, ganz wichtig. Haltet euch da dran, wenn ihr ein Symbol zeichnet und das soll ein Filter werden, dann vergebt hier in dieser Einstellung, also würde ich jetzt hier FL eintragen für einen Filter zum Beispiel. Oder eben hier dann für ein L, für eine Induktivität, für K, für Relais und so weiter und so weiter. Das könnt ihr euch da mal selber durchlesen. Ihr findet hier auch schon vieles wieder, zum Beispiel R haben wir schon im Schaltplan gesehen, hier für die Widerstände, Q für Transistoren, hier oben wahrscheinlich dann MC für die Kondensatoren und so weiter. Und was wir jetzt hier haben, das ist in dem Sinne ein integrierter IC, also hier die Einheit U dafür zu verwenden und die würde ich jetzt nehmen. Ich schaue nochmal, gibt es hier noch was anderes? Mechanical ist es nicht, Motor ist es nicht, gut. Nee, können wir so lassen. Also wir nehmen hier die Bezeichnung U, die ist schon hier vorgegeben und wir lassen die dann drin. Dann haben wir jetzt die Anzahl der Einheiten pro Package. Anzahl der Einheiten pro Package, da kann ich jetzt zum Beispiel so Optokoppler, Vierfach-Optokoppler auswählen und habe dann also viermal diesen Optokoppler und einmal den Stromanschluss und würde das dann hier auf vier Einheiten hochstellen. Haben wir aber nicht, sondern es ist ja nur ein einzelnes Element in einem einzelnen Symbol und damit bleibt das hier bei 1. Ich zeige es nachher gleich nochmal an einem Optokoppler, wie das dann aussieht. Dann kann ich hier anwählen, die Einheiten sind untereinander nicht austauschbar oder sind sie austauschbar. Ich kann hier eine alternative De-Morgan-Darstellungsform erstellen, auch das brauchen wir hier nicht. Wir wollen auch kein Spannungssymbol erstellen, das wären also Spannungssymbole, sind Power-Symbole, die dann in dieser Power-Datenbank auftauchen, die ich also mit der Taste P im Schaltplan aufrufen kann, wer sich da vielleicht erinnert. Dann von Schaltplan Bauteilliste ausschließen. Dann, wenn ich das hier anhaken würde, würde also dieses Element nicht in der Bauteilliste auftauchen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen das natürlich auch in der Bauteilliste haben. Und von der Platine wollen wir es auch nicht ausschließen. Wir wollen ja damit eine Platine erstellen. Für was brauche ich jetzt diese beiden Checkboxen? Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Grafik erstellen möchte, die ich als Symbol einfüge, zum Beispiel mein Firmenlogo. Ja, dann könnte ich jetzt mir das hier als Symbol erstellen, als grafisches Symbol und würde das sagen, okay, ich schließe das von der Bauteilliste aus, schließe es von der Platine aus und könnte das dann hier aus der Bibliothek mit einem Zugriff aus der Bibliothek mit einem Namen in meinen Schaltplan einfügen. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, worin das mal nötig sein könnte, dass man hier die Häkchen setzt. Dann haben wir hier die PIN-Namen-Anzeige, was also angezeigt werden soll, die PIN-Nummern, die PIN-Namen und der innenseitige PIN-Name, das sehen wir dann gleich, wenn ich zeichne. Und wir können jetzt hier noch den Versatz einstellen, um wie viel Millimeter oder 0, Millimeter die Schrift hier zum PIN entsprechend versetzt sein soll. Wir lassen das hier unten, können wir auf Standardeinstellungen lassen und wir sagen OK. Und damit haben wir jetzt ein neues leeres Symbol erzeugt. Ich kann jetzt hier wieder das Element anklicken mit der Taste M, genauso wie im Schaltplan, kann ich jetzt hier die Schrift bewegen. Ich kann jetzt hier den Referenzbezeichner bewegen. Und wir sehen also, das ist ein leeres Modul oder ein leeres Bausymbol. Und ich habe jetzt hier eben nur den Namen und den Referenzbezeichner. Damit mich das hier nicht stört, mache ich das immer gerne so, dass ich das mal hier erstmal etwas seitlich ablege. Und dann liegt das hier erstmal außerhalb meines Zeichenbereiches. Wir haben dann jetzt hier die Rastereinstellungen, ganz wichtig, 1,27 mm. Das sollten wir auf alle Fälle eingestellt lassen. B
Bitte nach Möglichkeit keine anderen wählen, es sei denn, man weiß, was man tut. 1,27 ist das Standard-Zeichenraster für alle Symbole und damit könnt ihr euch auch sicher sein, dass diese Symbole in euren Schaltplänen zumindest mit den Standardeinstellungen von KiCad passen. So, gut. Dann gehen wir mal hier rüber auf die linke Werkzeugleiste. Ich kann mir jetzt hier meinen Zeichenbereich vergrößern, indem ich das hier diese Ansicht hier ausblende. Wir sehen auch jetzt hier unten ist dieses in der Bauteilbibliothek Tutorial dieses Element angelegt worden. Ich kann es auch jetzt hier schon mal speichern. Wir sehen alles, was nicht gespeichert ist, ist so ein kleines Sternchen dahinter. Und jetzt fangen wir mal an zu zeichnen. Dazu brauchen wir, wie gesagt, das Datenblatt. Und da sehen wir hier unser Datenblatt. Jetzt muss ich hier mal die Pin-Tabelle finden. Wir haben also hier, das ist das Modul, hat insgesamt 18 Pins. Und wir sehen jetzt hier eine Pin-Tabelle, die uns zeigt, welcher Pin, also welche Pin-Nummer, auf welche Funktion trifft eben der Pin 1, ist hier eben die Squelch. Dann sehen wir, dass der Pin 2 hier nicht konnektiert ist. Das gilt dann hier für mehrere Pins. Und wir fangen mal an, uns überhaupt erst einmal diese Pins zu erzeugen. Dazu wechseln wir hier in die rechte Seite. Es gibt jetzt zwei Vorgehensweisen. Entweder ich zeichne jetzt zuerst einmal die Umrandung des Symbols, indem ich hier ein Viereck aufziehe und dieses Viereck dann entsprechend mit den Pins belege. Die Alternative dazu ist, ich erzeuge mir erstmal die Pins und zeichne dann das Symbol und ziehe mir die Pins ran. Dann habe ich auch eigentlich schon aufgrund der Anzahl der Pins eine ungefähr grobe Vorstellung, wie groß mein Symbol werden soll. Und wir fangen als erstes mal mit den einfachsten Pins an, nämlich mit denen, die hier nicht connected sind. So, ich klicke hier einfach mal in meinen Bildschirm und jetzt werde ich gefragt, welche Eigenschaften soll dieser Pin haben? Gut, der Pin-Name, den nennen wir jetzt einfach mal NC für Not Connected. Nicht konnektierte Pins brauche ich auch nicht, die sollten also dann auch nicht sichtbar sein in meinem Schaltplan. Irgendwann einmal braucht man nicht. Wir haben eine Pin-Nummer, da schauen wir jetzt in die Tabelle. Das ist also jetzt hier in dem Fall 2 und dann die 4 und die 11. Können wir dann gleich anlegen. Also nehmen wir jetzt hier die Pin-Nummer 2. Jetzt sagen wir, was ist das für ein elektrischer Typ? Der ist eben dann hier als NC nicht unverbunden, ja, NC, damit wird er hier auch gleich automatisch abgelegt. Ich habe also dann im Schaltplan kein Problem, dass ich den anschließen muss. Ich kann jetzt hier den Grafikstil ändern, wenn das ein invertierender Pin sein soll, dann wird also hier so ein Kreis dran gemacht oder ein Taktanschluss, so kann ich mir diese anzeigen lassen. Beim NC lassen wir das hier einfach auf Linie. Die Position brauchen wir jetzt nicht zu ändern und die Ausrichtung kann ich schon vorher wählen, auf links, rechts, oben oder unten. Ich lasse sie jetzt mal hier auf rechts stehen. Pinlänge lassen wir hier auch bitte die Standardeinstellungen. Alternativer Pinname, den könnte ich jetzt hier auch noch vergeben. Bei einem nicht connecteden ist das eh uninteressant. Also okay. Und damit hängt der jetzt hier an meinem Mauszeiger. Ich kann hier mit der Taste R das Ganze rotieren, immer um 90 Grad Winkel rotieren. Ich kann hier mit der Taste M verschieben, dann hängt er hier dran. Ich kann ihn ablegen und damit ist er jetzt erstmal abgelegt. Machen wir den nächsten. Wenn ich jetzt den nächsten Pin übernehme, wird jetzt wieder gleich schon meine letzten Einstellungen übernommen. Ich nenne den jetzt wieder NC. Natürlich muss ich jetzt einen anderen Namen vergeben. Ich nenne ihn jetzt hier in dem Fall mal Pin 4. Hat man ja in der Leiste gesehen. Die alternativen Pin-Definitionen blende ich mir mal aus. Ja, so. Gut, unverbunden ist er. Wir legen das Ganze einfach mal ab. Jetzt schauen wir wieder in unser Ding. Es geht weiter mit dem Pin 11. Also machen wir hier NC. Die Pin-Nummer ist ganz wichtig, denn die Pin-Nummer ist das einzige Element, was einen Footprint mit dem Symbol verbindet. Also die Pin-Nummer 11 muss dann auch
am Symbol, am Footprint die PIN-Nummer 11 sein, die dann in dem Fall jetzt hier nicht connected würde. Dann legen wir das hier ab. So könnte ich jetzt weitermachen, bis ich alle 18 Pins, die ich benötige, hier erstellt habe. Das ist aber recht langwierig und es ist eine große Anzahl an Pins. Und wir sehen ja hier 18 Stück. Ich müsste dann jetzt hier jedes Mal Input, Ground, Power und so weiter erstellen. Und ich möchte euch jetzt zeigen, dass es da eine schnellere Variante gibt, diese Pins jetzt erstmal zu erstellen. Und dazu gehe ich hier oben auf das Symbol Pin-Tabelle. Dann haben wir hier die Pin-Tabelle. Und ich sage mal hier unten neu. Und ich mache jetzt hier einfach mal ein paar Pins auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hier. Und ich benenne jetzt hier einfach mal mit den Pin-Nummern. Die 1 haben wir, die brauchen wir noch, die 3, 4 haben wir, dann machen wir hier mit 5, 6, 7, 8, 9, mit der 10 weiter. Wir brauchen noch die 12, die 11 haben wir schon, 13, dann haben wir auch schon, also machen wir jetzt hier mit 14. Ich füge jetzt hier noch weiter dazu, also 15, 16, 17, 18. Das heißt 15, 16, 17 und die 18 hinzu. Das sind jetzt alles unverbundene Pins. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt bin ich wieder in meiner glücklichen Lage, hier in Linux arbeiten zu können. Ich nehme jetzt dieses Fenster hier in den Vordergrund, öffne mir hier mein PDF. So, hier im PDF gehe ich mal ein bisschen, zoome ich das mal ein bisschen raus, mache ich das hier noch ein bisschen kleiner, dass er das besser sieht. Ja. So, ich hoffe, man kann das jetzt so einigermaßen lesen. Und jetzt haben wir hier den PIN 1, ist ein Squelch. Ich gebe also jetzt hier den Namen ein. Machen wir das auch mal gleich an dieser Stelle so. Ich werde hier das nach unten legen. Na, er mag nicht so, wie ich will. Dann nehmen wir doch dieses Fenster hier auch noch in den Vordergrund. So, jetzt sollte das aber hier funktionieren. Sagen wir hier also Squelch. Wir haben die Funktion Output, das heißt, ich muss jetzt hier meine Funktion Output wählen, also auf Ausgang stellen. Dann habe ich jetzt hier die Problematik, dass dieses ein Low Active ist, das heißt also Audio Amplifier On, Low Active. Wie erzeuge ich mir jetzt so ein Low Active? Das sind also Pins, die einen Strich oben drüber haben. Das tue ich, indem ich hier eine Tilde davor einfüge. Über Alt-GR und das Pluszeichen habe ich hier eine Tilde davor. Da wird also in der Pin-Bezeichnung dann der Strich drüber gemacht und ich melde mich gleich wieder. Man kann sich jetzt hier durcharbeiten bis nach unten anhand dieser Tabelle und ich melde mich gleich wieder, wenn ich das hier gemacht habe. Das ist die schnellere Variante, als jetzt jeden einzelnen Pin hier erstmal zu erzeugen und die ganzen Einstellungen vorzunehmen. Ich habe mich jetzt durch die Tabelle hier durchgearbeitet, habe entsprechend hier meine Eigenschaften der Pins zugewiesen anhand dieser Tabelle. Wichtig hier noch an dieser Stelle die Stromversorgung. Also ich mache das hier nochmal auf. Nochmal hier auf den Vordergrund halten. Wenn ich das jetzt hier mal daneben lege, habe ich ja meine PIN-Tabelle. Also hier entsprechend dann Eingänge, Ausgänge zugewiesen. Und wichtig hier die Stromversorgung. VBAT und Ground müssen als Stromversorgungspin, also sind Stromeingänge. Hatte ich ja schon im Video erklärt, warum das so ist, dass wir hier keine Probleme mit dem IAC-Check bekommen. Habe ich das also so entsprechend angeschlossen. Wäre jetzt das ein logisches Bauelement, könnte ich natürlich jetzt hier noch eventuell verschiedene grafische Darstellungen wählen, ob das ein invertierter Eingang ist oder ein Takteingang und so weiter. Ich lasse das jetzt hier an dieser Stelle auf der Linie. Und wenn ich dann auf OK klicke, wird das hier übernommen,
Die Pins werden jetzt abgelegt. Und wo ich als erstes drüber gestolpert bin, war ja, wie ich erwähnt hatte, hier eine Tilde davor zu setzen, dass hier das ein invertierender Eingang wird oder ein Active-Low-Eingang. Und wir sehen, hier wird die Tilde dargestellt, aber dieser Strich hier oben drüber nicht. Das war im KiCad 5 so. Ich musste jetzt erstmal eine ganze Weile dazu suchen. Ich habe nichts gefunden im Internet, interessanterweise, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, mir mal hier ein Bauelement rauszusuchen, welches auch solche invertierenden Eingänge hat. Und da habe ich festgestellt, dass also hier in der Syntax eine Änderung vorgenommen worden ist. Die ist auch nicht in der Dokumentation von KiCad im Moment zu finden. Und deswegen müssen wir jetzt hier nochmal auf die Eigenschaften gehen. Damit wir hier diesen Strich oben drüber angezeigt bekommen, müssen wir unseren Text hier in geschweifte Klammern setzen. Und dann sehen wir, dass es hier auch diesen Strich drüber angezeigt wird, also als Active Low. Das gilt hier auch für PDD. Also zukünftig, wer solche Pins braucht, mit Alt-GR Tilde, dann die Alt-GR Taste 7 für die geschweifte Klammer und 9 für geschweifte Klammer geschlossen und okay. Und das gleiche haben wir jetzt hier für diesen High-Low-Eingang. In die Eigenschaften des Pins komme ich genauso wie im Schaltplan mit der Taste E für Eigenschaften. Gehe also dann hier darüber und kann jetzt hier wieder das in diese geschweiften Klammern. Syntaktisch ist das durchaus besser, denn ich könnte jetzt hier dahinter schreiben noch was weiteres, ja, zum Beispiel eine weitere Beschriftung führen und hätte dann entsprechend hier diese Darstellung mit Unterstrich, ohne Strich oder wie auch immer, so syntaktisch besser zu zeigen. Alles, was also in diesen geschweiften Klammern hinter der Tilde ist, ist dann hier halt mit diesen Überstrich versehen. Soweit, so gut. Damit haben wir jetzt unsere Pins zugewiesen und wir können jetzt eigentlich mal unser Symbol als solches selbst zeichnen. Und ich hatte ja gesagt, als erstes sollten wir uns mal damit beschäftigen, wo kommt was hin. Und ich hatte ja gesagt, Stromversorgung und VBAT kommen also oben und unten dran. Ich wähle diese mal aus, drücke die Taste M und ich lege als erstes mal hier meine VBAT hier oben hin. Also der V-Anschluss kommt immer nach oben, Stromanschlüsse. Mit der Taste R rotiere ich das Ganze mal und ich lege das hier ab. Klicke hier einfach daneben irgendwo hin, um erstmal abzulegen. Dann markiere ich mir diese zwei, Taste M, bewege die nach unten auf die gegenüberliegende Seite. Rotiere das Ganze mit der Taste R und lege mir auch diese schon mal hier einigermaßen sinnvoll ab. Dasselbe tue ich jetzt hier mit den Eingängen. Eingänge, hatte ich ja gesagt, kommen meistens nach links. Hoppala, das tue ich auch. Ich positioniere die jetzt, drehe die auch gleich schon in die entsprechende Richtung mit der Taste R. Tue das dann hier mit den Ausgängen. Gleich, die schiebe ich mir mal hier rüber, auf diese Seite, hier oben drüber. Wir haben jetzt hier noch zwei Ausgänge. Die schiebe ich mir auch mal grob positioniert hier hin. Diesen Ausgang braucht man noch auf dieser Seite. Und dann haben wir noch zweimal unverbunden. Das setzen wir hier hin. Und hier einen Eingang auf diese linke Seite. Soweit, so gut. Was fällt uns jetzt noch auf? Wir sehen, diese NCs sind unverbunden und auch als unsichtbar zu sehen. Wir sehen aber hier, dass sie noch sichtbar sind. Deswegen gehe ich hier nochmal drauf auf die Einstellungen mit der Taste E. Ich sage, hier möchte ich nicht sehen. Die sollen also im Schaltplan nicht sichtbar sein. Und dann tue ich das hier auch, nachdem ich den natürlich angewählt habe, nehme ich hier die Checkbox raus und ich sage okay. Gut, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Symbolkörper. Ich empfehle den Symbolkörper immer symmetrisch hier um den Mittelpunkt, um den Ankerpunkt zu setzen. Und dazu gehen wir einfach mal hierher und sagen, ich möchte jetzt hier ein Rechteck einfügen. Ich habe ja hier meinen Raster und ich mache das hier mal
So, symmetrisch diese vier Quadranten hier drum, lege das entsprechend ab. Ich könnte jetzt auch einen Kreis wählen oder Linien. Ich kann jetzt hier drin auch noch andere grafischen Darstellungsformen wählen. Brauche ich aber nicht. Jetzt ziehe ich mir hier meine Eingänge mal alle ran, lege die mir hier schon mal ab und fange einfach hier oben links an. Da sehen wir, wir haben hier schon mal die ersten drei richtig positioniert. Hier den RXT positioniere ich jetzt hier sauber nochmal nach unten. Ich könnte das jetzt auch noch ein bisschen auseinanderziehen, wenn ich das möchte. Das gleiche wiederhole ich jetzt hier auf der rechten Seite mit den Ausgängen. Auch diese positioniere ich jetzt erst einmal, lege die mal ab. Jetzt habe ich hier schon sauber meinen Pin angeschlossen an dieser Stelle, an dieser Seite. Kann jetzt hier den nächsten mit Move hier die nächste Sache anlegen. Positioniere das also alles und arbeite mich dann hier so langsam aber sicher durch. Wir sehen, ich habe jetzt hier die Pin-Reihenfolge nicht beachtet. Das ändern wir auch gleich noch. Die unverbundenen Pins können wir hier entsprechend an diese Stelle anziehen, anstellen. Positionieren wir das nochmal einfach jetzt hier in der Flucht ab. Hier passt 2, 4, 11, 13, 14, 15. Dann setzen wir das nochmal hier um. Anwählen mit der Taste M. Schieben wir die zweimal hier nach oben. Machen wir mit den zwei auch gleich noch. Dann haben wir hier 12, 17, 18. Das passt. Wir markieren uns diese ganzen Elemente wieder. Taste M drücken. Schieben wir hier noch weiter nach unten. Hier auch nochmal Linksklick Elemente. Halt, jetzt habe ich hier versehentlich den Body mit markiert. So, markieren, Taste M drücken und setzen die hier wieder sauber heran. Wir schauen auch gleich mit unserem fensterfüllenden Fadenkreuz. Ich mache das mal hier aus, um den Zeichenbereich größer zu machen. Hier fensterfüllendes Fadenkreuz. Schauen wir auch gleich, dass die hier symmetrisch in der Flucht sitzen, also links Eingänge, Ausgänge. Dann ändern wir hier schnell noch die halt. Immer darauf achten, dass nicht andere Elemente gewählt sind. Das war früher etwas schöner. Man konnte hier gleich mit dem Editor, mit dem Cursor auf dem Element draufgehen und die Taste drücken. Dann musste man nicht extra auswählen. Das ist jetzt hier im KiCad 6 für mich als KiCad 5 Nutzer etwas störend. Aber okay, werde ich mich auch noch dran gewöhnen. So, dann setzen wir das hier noch nach unten. Legen das entsprechend ab. Wir setzen unsere V-Bud hier noch dran. Halt. Ja, mit Doppelklick komme ich natürlich auch in die entsprechenden Einstellungen. Wir sehen, dass das jetzt hier noch nicht ganz stimmt. Das ändern wir gleich. Und wir sehen auch jetzt hier noch die Crowns dran. Bewegen wir das gleich nochmal hier sauber an. Und damit wäre jetzt unsere Positionierung soweit erstmal abgeschlossen. Und jetzt hatte ich ja gesagt, wir zeichnen erstmal im Raster von 1,27. Und jetzt kann ich natürlich schon nochmal ändern auf 0,64 und setze hier mein Element sauber dran. Markieren. Und ich kann jetzt hier meine Anschlüsse ordentlich anschließen und damit wäre mein Symbol gezeichnet. Wir speichern das Ganze und im nächsten Video geht es hier mit diesem Symbol weiter.